Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Reliktbox von Kaffig. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Relikt von Kaffig. Wir haben hier einen Raben oder die Krähe, das ist ja das Logo von Kaffig. Und dann haben wir hier den Schriftzug Kaffig Relikt. Ansonsten erinnert mich das Ganze an Mandala bzw. Game of Thrones. Also wir haben hier jede Menge Zacken und Spitzen, die hier aus dem Kreis herauskommen. In den Ecken jeweils ja, so kleine Ornamente, so kleine Zierobjekte und rundherum dann noch so eine Zierleiste. Die Box in der Form habe ich noch nie gesehen, also es ist eine sehr ungewöhnliche Box. Man sieht hier zum Beispiel auch noch die Klammern, womit das Ganze, der Deckel festgemacht wurde. Also es ist wirklich independent, eine Selfmade-Box, mehr oder weniger. Oben eben aufgeklebt, Kaffig Relikt, Unterseite ist blank. Und das Ganze gab es, wie immer bei diesem Label, bei No Return Records, über den Shop der Herren zu bestellen. Ist aus dem Jahr 2014 das Album, beziehungsweise die Box, und war auf 150 Stück limitiert. Weiß ich gar nicht mehr, ob es das mittlerweile noch zu haben gibt. Das ist der Deckel von innen. Dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal einen Sticker im A4-Format, riesengroß, ein T-Shirt und in dem T-Shirt haben wir einmal das Album, einen, was ist das, das ist eine Karte, kein Sticker, eine Karte, das T-Shirt und dann haben wir hier auch noch ein Poster. So sieht die Box von innen aus, ist so, ja, Karton, der eben hier an den Seiten zusammengebogen ist und hier mit den Klammern mit so Tacker befestigt wurde. Also sehr, sehr schön. Also ich finde es echt gelungen, auch wenn vielleicht manche dann sagen, das ist irgendwie billig oder nicht schön gestaltet, aber ich finde, das hat was, hat so einen eigenen Charme. Da sieht man einfach, dass die wirklich self-made oder independent arbeiten. Ne? Wir legen die Box mal zur Seite und wie immer starten wir mit dem Album. Wir sehen hier schon auf dem Cover, auf dem Booklet hier hinter der Verpackung die Unterschrift von Kaffig. Denn nachdem das Ganze auf 150 Stück limitiert war, wurde auch jedes Album handsigniert. Bedeutet, wir haben auf dem Booklet die Unterschrift von Kaffig. Hier an der Seite lesen wir Kaffig Relikt. Das Logo oder das Cover kennen wir bereits von dem Boxdeckel, nur eben die Unterschrift ist dazugekommen. Hier an der Seite lesen wir auch Kaffig Relikt. Und dann haben wir auf der Rückseite die Tracklist, 15 Stück an der Zahl. Meine Favoriten sage ich euch gleich, wir kommen erst noch zu den Features, die hätte ich jetzt fast vergessen. Wir haben Features von Nex, Jason oder Jason, sagt mir ehrlich gesagt nichts. Falo 666, Tarot und nochmals Nex. Meine Favoritentracks sind einmal der Track Nummer 9, Im Auge des Sturms, und der Track Nummer 5, Alles neu mit Nex. Die haben mir am besten gefallen. Dann haben wir hier einen Barcode und die Credits. Schauen wir mal, wie das Ganze von innen aussieht. Also wir haben hier kein Booklet im eigentlichen Sinne oder ein sehr dünnes Booklet, um ehrlich zu sein. Schauen wir gleich mal. Also, hier an der Front haben wir die Unterschrift. Hier hat Kaffig unterschrieben mit schwarzem Stift. Und dann haben wir die 15 Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer gefeatured wurde bzw. wer den Beat produziert hat. Hier lesen wir auch, alle Songs wurden aufgenommen und gemischt im NRT-Studio, also No Return Records. Und dann haben wir hier hinten eine Widmung, die möchte ich euch nicht vorenthalten.
Jenseits von Imagemache, Anpassungswahn und Szeneintegrität möchte ich mit meiner Musik etwas erschaffen, das nachhallt, den Menschen im Gedächtnis bleibt und sie zum Nachdenken anregt. Wo andere von fiktiven Dingen erzählen, um zu unterhalten, möchte ich eine reale Botschaft übermitteln. In uns allen schlummert etwas Reines, Wertvolles. Relikt ist wie eine Spurensuche, die eine Reflexion des eigenen Ichs verlangt. Auf Beats eine extrem nachdenkliche Atmosphäre erschaffen, textet Kafik in gewohnt poetischer Manier und lässt dabei auch die dunklen Facetten des Seins nicht außer Acht. Ja, also sehr treffend beschrieben das Album inhaltlich. Dann haben wir hier das Album an sich, die CD Relikt. Sieht so aus. Und dann haben wir noch eine zweite CD. Ich gehe mal stark davon aus, dass das die Instrumentals sind. Sieht genau gleich aus, die CD, nur eben mit dem Unterschied, dass hier Instrumentals steht. So sieht das Ganze hier nach hinten aus. Doppel-CD, sehr schön. Dann haben wir hier einmal diese Karte. Also es ist wie eine Autogrammkarte von der Form her. Allerdings eben hier mit dem Cover und ohne Unterschrift. Grafik Relikt. Sieht so aus. Dann haben wir diesen riesen Sticker. A4 Format. Das dürfte wohl genau der sein, der auch hier auf der Box auf dem Deckel aufgeklebt wurde. Und dann haben wir noch ein Poster. Im Hochformat. Also das bekannte Logo, das wir jetzt schon von der Box kennen. Allerdings diesmal im Hochformat, nicht im Querformat. Einseitig bedrucktes Poster, Größe A3. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein T-Shirt. Sehr ungewöhnliche Farbe in meinen Augen bei Boxen. Also die meisten T-Shirts in Boxen sind ja dann doch irgendwie schwarz oder weiß. Nein, hier haben wir so ein Mittelgrau mit dem Logo Grafik Relikt. Das Ganze ohne Neckprint haben wir, also wir haben keinen Neckprint. Gilden Heavy Cotton in der Größe M, 100% Baumwolle, made in Haiti. Grüße gehen raus. Und zum Thema M, meines Wissens konnte man sich das T-Shirt damals frei auswählen. Also von der Größe her konnte man das im Shop entsprechend individualisieren. Ich habe mich, wenn ich die Wahl habe, nehme ich immer M. Ich habe mich in dem Fall für M entschieden. Das heißt, falls es die Box noch gibt, könnt ihr natürlich auch S, L, XL, je nachdem was es noch gibt, nehmen und müsst nicht M nehmen. Gut, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz an, wie das im Detail aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier dieses graue T-Shirt mit diesem riesengroßen weißen Zackenmuster. In der Mitte die Krähe, der Rabe, Grafik Relikt. Ich muss ehrlich sagen, ich feiere das Design extrem. Also ich finde es unfassbar geil, gefällt mir richtig gut mit dem Vogel, die Schrift, die Zacken, alles top. Das Einzige, was mich echt stört, ist die Farbe des T-Shirts. Ich bin generell nicht so der Fan von grauen Shirts. Und wenn schon grau, dann maximal so wirklich so ein helles Grau. Und das ist halt so ein, ja, Mittelgrau, sage ich mal. Ist nicht wirklich meine Farbe, steht mir auch, um ehrlich zu sein, gar nicht. Muss ich überlegen. Also rein vom Design her, top. Farbe, nicht ganz so mein Stil, muss ich schauen. Aber in Schwarz und Weiß würde ich dieses T-Shirt auf jeden Fall des Öfteren tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe M. Wie gesagt, Größe war frei zu wählen. Dann haben wir einmal diese Karte, mehr oder weniger Postkarte, Grafik Relikt. Dann das Poster, das Logo-Poster im Hochformat einseitig bedruckt. So sieht das aus. Dann haben wir den Riesensticker in A4, ebenfalls wieder mit dem Cover drauf. Und dann natürlich das Album Relikt an sich, unterschrieben von Grafik hier auf dem Booklet, auf dem Einleger. Und das Ganze inklusive Instrumental-CD, also zwei CDs in dieser Hülle zu finden.
Das alles in dieser wunderbaren Box, Relikt von Kaffig. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr Kaffig unterstützen möchtet, falls ihr Kaffig feiert, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.